Maria, meine Verlobte, du hast die schönsten Augen, die ich je gesehen habe, und das süßeste Lächeln. Was könnt ihr mir über den neuen König erzählen? Wer steht hier vor dir? Ich, Herodes, König der Juden. Natürlich. Wer behauptet denn, König zu sein? Niemand. Er ist noch nicht geboren. Aber es gibt eine Prophezeiung, die die Sterne ankündigen. Ich halte dich! Oh mein Gott, es kommt! Ich taufe dich für das neue Königreich! Da du gereinigt bist, wird ganz Israel gereinigt sein! Die Leute laufen in Scharen zu diesem wilden Teufel. Einige nennen ihn sogar den Messias. Dann behalte ihn im Auge, deinen Messias. Einer wird kommen, der großartiger ist als ich. Und er tauft mit Feuer. Ich bin nur eine Stimme der Wildnis, die den Weg bereitet für den Herrn. Er bringt uns ein neues Zeitalter der Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Seine Macht wird alle Menschen in eine neue Welt ziehen. Alle Menschen!